Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enigmatis, The Ghost of Marple's Creek oder The Ghost of Karfreitag. Wir sind nämlich gerade im Karfreitag-Stream und ich habe alles vergessen. Es ist ein wenig her, wo wir gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gewesen sind. Wir müssen mal schauen. Wir hatten das Bootshaus, glaube ich, schon so. Was ist das denn? Hm? Zoomen. So, wir hatten... Leck geschlagen und voller Wasser. Ich muss zuerst das Leck abdichten. Habe ich irgendwas in der Tasche, womit ich das... Ah, Korken. Ich kann den Korken hier benutzen, oder nicht? Das funktioniert nicht. Warum nimmst du nicht den Korken für das Loch hier? Man muss... Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich mit dem Eimer... Zwecklos, bevor das Leck nicht abgedichtet ist. Hä? Ach, ich glaube, ich weiß. Ich muss das erst harzen. Natürlich. Huch. Natürlich. Jetzt funktioniert es auch mit dem Eimer. Jetzt kann ich das Wasser ausschütten. Oh, was eine Animation. Ich werde verrückt. Ich habe im Übrigen das Spiel ein bisschen, Ruder ans andere Ufer des Sees. Das andere Ufer. Ich habe übrigens das Spiel ein bisschen leiser gemacht, weil letztes Mal war es sehr laut. Ist mir aufgefallen. Ich hoffe, jetzt geht's einigermaßen. So. Zu den Felsen. Dann gehen wir mal zu den Felsen. Ich erinnere mich nun. Ich lief durch den Wald. Riss die Tür auf. Fuhr durch Marple's Creek. Doch ein Baum traf mich. Und ich hatte einen Unfall. Ich stieg aus. Detective, hier! Ich rannte. Hier, nimm das. Darin findest du die Antworten der verbleibenden Rätsel. Und irgendwie flog meine Tasche oben an den Ast. Ich rannte. Und dann der Unfall. Dieser Mann. Doch was genau bei diesem Felsen geschah? Genau, was ist geschehen bei diesen Felsen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es rausfinden. Vielleicht auch nicht. So, zoomen. Was haben wir denn hier? Die Einkerbungen, was, sind in den Moos überwuchert? Juhu, dann nimm noch den Schraubenzieher. Das geht nicht. Streichhölzer, zünd das einfach an, dann fackelst du das ab. Geht auch nicht. Okay, was haben wir hier noch? Blut und ein zerschnittenes Seil. Es erinnert mich an etwas. Doch, was genau? Kann ich da... Okay, ich kann es mir nur angucken. Ich dachte, man kann da irgendwas machen. Ja. Das war's dann hier, oder was? Achso, das ist nur das zerrissene Seil. So, wir gucken mal Hinweise. Was ich mich letztens schon gefragt habe, ja, weil wir gerade diesen Bildschirm haben, das kann ich jetzt mal kurz erklären. Wir sind ja jetzt rüber gerudert, ne? So Ruderpaul-mäßig, so. Wir sind jetzt drüben am anderen Ufer. Wir sind total weit weg von unserem Appartement. Ja, aber komischerweise hat sie immer ihre Tapete, quasi diese Pinnwandtapete mit ihren Hinweisen immer mit in der Tasche und gelangt doch immer wieder dahin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht. So, so Runencode. Achso, Runencode. Warte mal, hatten wir nicht irgendwas über den Runencode? Hier steht irgendwas. 479, ja, schön. Was ist das hier? Achso. Ah ja, der Prediger. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen. Ansonsten gibt es hier aber nichts, ne? Neues. Das haben wir schon alles abgehakt. Hier oben Detective, ja. Mhm. Okay, das irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Toll, das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Hier ist nichts außer der Wald, ne? Der Wald. Gut, dann würde ich sagen... Das Boot rudert wieder rein. Wir schauen... Oh. Weil was zu simmeln, vor allen Dingen zu wimmeln. Ich bin so aufgeregt heute. So, wir haben Radio, Pfeife, Fisch, Laterne, Seestern, Benzinkanister, Steuerrad und Dartpfeil. Radio sehe ich. Seestern sehe ich auch. Spachtel. Der Spachtel ist hier. Die Pfeife, die ist oben rechts im Bild. Hätte funktionieren können. So, der Dartpfeil ist hier. Mich juckt schon wieder.
Der Benzinkanister ist... Wo ist der? Hier ist der Benzinkanister. Der lugte so gerade raus. Das Steuerrad ist hier. Die Pfeife. Wo ist denn? Ah, hier ist die Pfeife. Der Fisch ist hier oben. Und die Laterne ist hier. Huch. Da ruckelte kurz das Spiel. Das PlayStation kommt damit nicht klar mit so viel... Aktion. Huch. Aktion. Ah, mit dem Spachtel können wir doch bestimmt jetzt das Moos, oder? Oder? Natürlich. Ich glaube, wir brauchen dafür eine... Was? Ich habe diese Rune bereits einmal gesehen. Auf diesem Papierfetzen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. So. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ein bisschen um. Bootshaus ist nichts mehr. Vielleicht müssen wir da irgendwo wimmeln gehen. Wimmel die Wimmel. Wir müssen ja noch die ganzen Steindinger da finden. Hat er noch irgendwas zu sagen vielleicht? Warte mal. Eine Axt. Der Stiel ist abgebrochen. Stimmt, hier lag ja noch eine Axt rum mit abgebrochenem Stiel. Der Stiel ist Church, Detective. Kate is waiting for you. Die Kirche, Detective. Kate braucht dich. Shouldn't you be searching for Kate? Yes, of course. Yes, yes, of course. So, falls das vielleicht Leuten noch nicht aufgefallen, ich weiß nicht, in der Kamera sieht man das sowieso nicht so. Na gut, ich glaube, ich erwähne es mal nicht, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt es ja einigen auf. Schauen wir mal. Für dich auf YouTube vielleicht scheinlich auch. Kannst ja mal gucken. Da oben komme ich nicht dran, ne? Verdammt. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben. Kate braucht mich in der Kirche. Wo denn? Ich sage dir, das fühlt sich an, als würde ich aus einem blöden Traum aufwachen. Gibt es hier kein... zu der geheimen Kammer gehen? Hier kann ich... Wett. So, ich habe Angst, was das wird. Schauen wir mal, haben wir noch irgendwo was zum Wimmeln? Die Kiste sieht nicht stabil aus. Kann ich das... Ah, da brauchen wir bestimmt die Axt für, ne? Kann das sein? Da müssen wir gucken, ob wir irgendwie die Axt wieder reparieren können. So. Hinten haben wir die Krypta, ne? War an der Krypta denn sonst noch irgendetwas? Ich schau mal ein bisschen näher. So. Da ist nur... Seltsam, kein Schloss am Tor. Ist ja klar. Soll ja auch keiner reingehen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ins Dörfchen haben wir... Straße entlang... Haben wir schon alles weggewimmelt? Der Typ ist weg. Ah ja. Entschuldigung, ich muss immer noch so lachen in dem Raum. Leiche im Keller und so viele. Wo ist denn... Hä? Haben wir nichts mehr zum Wimmeln? Das ist das Telefon, hier sind rote Schuhe, Stöckelschuhe vor allen Dingen. Ja, es sieht nicht so aus, als würde... Achso, das war ja der Raum. Hier war das Badezimmer. Im Badezimmer haben wir dann... Ich brauche kein Wasser mehr. Okay, wo haben wir... Da ist das Gästezimmer, dann schauen wir mal. Haben wir denn hier interagieren? Ein Bein ist kaputt. Und hier ist übrigens die Tapete. Da ist die Tapete. Sie hat sie immer bei sich, egal wo sie ist. Sie kann zaubern. So. Ich kann auch zaubern. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. So. Haben wir nichts mehr? Hä? Ich frage mich, wer den Ball hier gelassen hat. In einer Pension gibt es selten viele Kinder. So, hier waren wir, glaube ich. Haben wir hier noch verschlossen? Hier scheint niemand zu sein. Oh Gott, ich erinnere mich nur an das Rätsel hier. Es war fürchterlich. Die scheinen sich wohl gerade zum Abendessen niedergelassen zu haben. Ja. Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie. Sonst ist hier aber nichts, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Was war hier? Ach, hier war ja die Farm, stimmt. Und wir haben hier... Ich habe keine Ahnung, wie wir hier die Dings loskriegen. Können wir das mit dem Streichhölzer machen? Nein, natürlich nicht. Wer weiß.
Was denn hier? Zu den Ruinen. Was haben wir in den Ruinen denn noch übrig? Da fehlt uns noch eine Figur, ne? Genau. Ein Holzspielzeug. Okay. Sonst ist hier aber auch nichts. Ne. Der Hund ist immer noch am Futtern. Hier haben wir die Scheune. Die Kettensäge funktioniert auch noch nicht. Die Kette ist kaputt, das ist zwecklos. Was haben wir denn im Inventar? Ein Schraubenzieher, ein Streichhölzer und ein Anhänger. Also kein LKW-Anhänger, sondern Kette und so. Die Geräusche immer. So, was haben wir hier? Ach ja, hier müssen wir ja... Warte mal, geht das mit dem Schraubenzieher? Nee, das funktioniert nicht. Müssen irgendwie versuchen, das Rad irgendwie zu bekommen für den anderen Wagen, glaube ich. Ich frage mich. Hierfür, glaube ich, ist das, ne? Und wir brauchen Benzin. Kann ich den Gang einlegen? Das Radio anmachen? Nein. Kein Autoschlüssel. Muss ich tatsächlich zum Autodieb werden? So. Dahin in den Wohnwagen der Bakers kommen wir leider nicht. Das ist übrigens die Bakers-Farben, ne? Für die Leute, die sich fragen, wir spielen gerade den zweiten Teil von Resident Evil 7, Episode 2. Und das ist die Bakers Farm. Das ist hier der böse Resident Evil Hund. Obwohl der Hund sich auf dem Fleisch stürzt, gehe ich besser nicht zu nah heran. Ich habe keine Ahnung. Wo kommen wir denn jetzt weiter? Hier eine Scheune? Hier leuchtet auch nichts. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Oh, ein Vögelchen. Ist weg. Ich guck mir nochmal die Hinweise an, aber hier in den Hinweisen, hier ist der Dolch. Wie viele Menschen sind in Maple Creek über die Jahre verschwunden? Sein Haus. Was? Sein Haus muss einbrechen? Runecode Detective. Gut, dass ich es hier oben lesen kann. Ich stehe Detective. Ja, ich bin Detective. Was ist das hier? Ah, das war die Kirche, genau. Das ist das. Das war das. Warte mal, wir haben... Haben wir denn... Das Versteck des Predigers, genau. Hier war ja die Nummer, das Geheimversteck. Dann war hier der Wald. Haben wir irgendwie einen Hinweis hier? Der Tatort? Merkwürdig, merkwürdig. So, ich würde sagen... Wir gehen nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwo was wimmeln können. Am Turm waren wir noch nicht. Ist hier irgendwas Neues möglich? Außer... Keine Glühbirne! Alles in der Stadt steht heruntergekommen und verlassen. Sieht in der Stadt verlassen und runtergekommen aus. Ja, so. Ich gehe mal die Straße entlang und gehe mal... Im Glockenturm war nichts, ne? Wie komme ich denn da oben? Wo kriegen wir die anderen Teile her, frage ich mich gerade. Oh, mich juckt's. Hier war nichts, ne? Oder? War hier noch irgendwas? Irgendwie hier geht's zur Kirche. Zur Kirche vor allen Dingen. Hä, da war gerade was mit Interagieren, oder? Interagieren. Nur eine kleine Kirche. Doch, dieser Ort hat etwas, was Beunruhigendes an sich. Klar, wenn vorne an Friedhöfe sind. Warte mal, waren wir denn schon... Waren wir schon oben im Kirchturm und schon alles untersucht? Ah, die Glocke, ja. Die haben wir ja zum Einsturz gebracht. Mein Nachbar kommt gerade. Ne, hier war nichts. Ich frage mich, warum man auch hier hinkommt dann, wenn... Wahrscheinlich nur, um Verwirrung zu stiften. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Krypta, hier ist aber auch nichts. Hier ist nur... Uns fehlt ja irgendwie ein Teil. Ich weiß nicht, wo wir es herbekommen. Verschlossen. Mit dem können wir wieder reden. Der sagt wieder, ja, es ist nur ein Albtraum. Ich untersuche jetzt mal alles hier. Systematisch gehen. Achso. Verflixt, er ist entkommen. Und wenn er mich ausliefert, finden sie Leichen. Ich muss sie wegbringen. Doch wohin? Ah ja, das hatten wir schon gelesen. Stimmt, ich erinnere mich. Aber hier können wir auch noch nichts machen. Da fehlt uns noch irgendwas. Da fehlen uns noch wahrscheinlich hier irgendwelche Scherben. Gehen.
Achso. Ja, ich möchte gehen. Am besten nach Hause. Hier ist auch nichts mehr, ne? Außer die Kisten. Oder müssen wir doch was an diesem Berg machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Berg. Berg, Berg. Hier ist nichts. Hier ist... Ja, Hinweisestafel zur Folge ist die Form des Felsen Ursprungs. Natürlichen Ursprungs. Es ist schwer zu glauben. So, dann gehen wir mal nochmal zum See. Das Haus am See. Und am Ende der Straße steht mein Haus am See. So, das haben wir ja geschafft. Mit dem Code haben wir ja, glaube ich, dann hier auch die Luke offen gekriegt. Und dann rudern wir mal wieder rüber. Da hinten ist eine Brücke. Aber hier ist doch nichts. Hier ist irgendwie ein zerrissenes Seil interagieren. Ja, Und der Runencode. Ich habe die so auf dem Papier gesehen. Ah, hier. Toll. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ich bin so schlau. Dann sollte ich mal mehr die Augen offen machen. So, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Jetzt können wir nämlich, glaube ich, in die Krypta gehen, neben der Kirche. War nur eine Frage der Zeit, dass ich das irgendwann finde. Mein Gott. So. Hallo? Friedhof? Jetzt bin ich gespannt, was uns jetzt erwartet. Guck mal, der Mund geöffnet. Zum Grab. Eine Leiche. Was haben wir hier? Kerzen. Ja, okay. Ich kann noch nur die Kerze. Guten Abend, Sven. So. Ich kann auch nur die Leiche an. Kate Burrows? Kate, geht's dir gut? Ich bin hier, um dich zu retten. Der Prediger hat das getan. Ich weiß nicht einmal, was er von mir wollte. Leise, er könnte immer noch in der Nähe sein. Ich muss dich hier aus Maple Creek bringen. Durch bewegt nach Schrott und das Funkgerät ebenso. Können wir Hilfe rufen? Und was ist mit den anderen? Niemand wird uns helfen. Und die Telefonleitungen sind seit dem Sturm zerstört. Warte, mein Freund, sieh, er hat ein Auto. Ich werde nach ihm suchen. Versteck dich und warte an der Tankstelle auf uns. Was da auch geschieht, lass dich nicht entdecken. Neues Ziel. Finde Kates Freund. So. Was haben wir hier? Eine Urne. Merkwürdig. Diese Urne rührt sich nicht und der Deckel scheint mechanisch zu sein. Wir haben hier irgendwas zum Reinstecken. Und nicht das, was du denkst. So. Okay, da haben wir wieder irgendwie eine Aussparung, wo wir irgendwas machen müssen. Hier. Wimmeln. Wimmeln. So. Aua, mich juckt's. Warte mal.